So, da stehen wir unten und ich will nicht hochgehen, ich will das hier anklicken. Geht scheinbar nicht. Eskopf. Was steht denn hier? Eine Blume. Können wir hier hingehen? Das sieht so verlockend aus, aber scheint nicht so. Was haben wir denn hier? Ist ein wilder Western. Howdy. So, Rezeption. Hier sind Schlüssel. Rezeption. Welcome to Douglasville. Typisch. Eine Klingel und ein Gästebuch. Ja, dann trag dich doch ins Gästebuch ein. Nein, ich habe keine Lust, Hotelpage zu spielen. Aber du kannst du nicht irgendwas von der. Betrachte Gästebuch. Nimm Warum sollte ich es Gästebuch. mitnehmen? Außerdem glaube ich, dass Sushi es hier zur Dekoration hingelegt hat. Okay, kannst du die Klingel drücken? Oh ja, da passiert ja viel. Etage hoch? Nein, das wollen wir nicht. Wir gucken uns hier mal um. Endlich darf ich mich hier umgucken. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Aber ich durfte ja nicht. Oh, was steht denn hier? Buchbeschwerer. Die sehen auch cool aus. Hier haben wir noch ein großes Bild von einem Pferd, was einen Cowboy runterschmeißt. Ne, der sitzt noch da drauf. Da ist der Kopf. Aber er hält sich nicht mal lange. So viel muss gesagt sein. So, Ich Kamin. frage mich, warum Sushi zu dieser Jahreszeit ein Feuer angezündet hat. Vielleicht weil hier kalt ist? Mir ist nicht kalt, ganz im Gegenteil. Ihm ist warm. Okay. Müssen wir ihn abkühlen? Noch mehr Gewehre. Es sind keine richtigen Gewehre. Nee, was denn dann? Spielzeuggewehre? Es sind keine richtigen Gewehre. Attrappen würden mir überhaupt nichts nützen. Okay, dann halt nicht. Was haben wir denn hier noch? Was war das? Er Schürhaken. ist aus Eisen. Scheint ziemlich schwer zu sein. Können wir den mitnehmen? Ja, vielleicht kann ich ihn zu irgendwas gebrauchen. Er ist im Feuer etwas schwarz geworden. Scheint aber völlig in Ordnung zu sein. Können wir damit Essen essen? Essen essen ist auch so ein cooles Wort. Können wir damit im Kamin rumstochern? Wozu? Das Feuer brennt ausgezeichnet. Ist ja gut, Brian. Wenn du das nicht willst, dann sag mir doch einfach. Hey, lieber, ich möchte das nicht und gut ist. Aber nein. Saturn. Gehen wir zu unserem kleinen Freund, unserem Kauz. Oder. Gibt es hier noch was? Ich meine, wir sind ja jetzt ein Kapitel weiter. Und es kann ja sein, dass wir hier jetzt was Da anderes sind keine anklicken Waffen, dürfen. nur eine Absperrkette. Können wir die jetzt Geht mitnehmen? nicht. Sie ist am Schrank befestigt. Wie auch immer. Scheinbar nicht. Ich glaube nicht, dass ich sie gebrauchen kann. Okay, hier ist ein Hut. Ein kaputter Hut, ein paar alte Zeitungsblätter und eine Öllampe. Nichts, was nützlich sein könnte. Nichts davon interessiert mich. Okay, wir können nichts davon mitnehmen. Hier liegt noch ein Stein. Können wir einen Stein mitnehmen? Steine helfen uns manchmal sehr weiter. Pinnwand. Davon konnten wir nichts gebrauchen. Das fünfte Kapitel, das war aber sehr kurz. Irgendwie. Aber okay, dafür war das vierte Kapitel ja etwas lang. Hier liegt unsere Leiche. Geh mal rein. Tasche. Kannst du da was rausnehmen? Einverstanden. Ich schaue noch mal hinein. Es ist eine ganze Menge medizinisches Material darin, aber zurzeit weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, also Schnaps, Wein und sowas. Sie ist leer. Nein. Nein. Haha, cool. Bitte nicht weiter drängen. Ich werde es nicht tun. Nein. 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 Aus der Lage der Leiche kann man schließen, dass er unmittelbar vor seinem Tod die Tasse hat fallen lassen. Plupp. Ja, kannst du den mitnehmen? Bitte nicht weiter drängen. Ich werde es nicht tun. Nein, ist ja gut. Teller kann er auch nicht mit. Metalleimer. Das klingt doch mal interessant.
Ich erkläre euch jetzt nicht, wofür der Eimer benutzt wurde. Kannst du den mitnehmen? Bitte nicht weiter drängen. Ich werde es nicht tun. Oh, ist doch ein schöner Eimer. Den kann man noch benutzen. Will auch gar nichts. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Schnapsladen. Was war denn in dem Schnapsladen drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her. Warum läufst du nicht schnell dahin? Ach, da unmöglich. Konnten wir gar nicht reingehen. Man müsste die Bretter von der Tür entfernen. Ah, deswegen kann ich mich nicht dran erinnern. Dann nochmal zur Bank. Registrierkasse. Regal? Können wir das Regal nochmal anklicken? Anklicken. Nichts Interessantes. Nur Staub und alte Papiere. Können wir die alten Papiere mitnehmen? Ich sehe überhaupt nichts Brauchbares. Okay. Tisch. Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Ja. Lauf mal ein bisschen schneller. Ich wette, das war der Tisch von J.T. Douglas. J.T. Douglas. Ich sehe nichts von Interesse. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zum Kater, zur Lokomotive. Ich weiß es nicht. Nein, wir gehen ja schon zu Saturn und reden mit dem. Raus aus der Bank. So ist brav. Ab zum Saloon. Da geht's zum Saloon. Hier unsere Grütze. Jetzt ist mehr Matsch außerhalb als innerhalb der Tränke. Ja, schön. Wenn dir also nächstes Mal was da reinfällt, dann kannst du es ja rausholen. Nein, den lasse ich lieber, wo er ist. Okay, schade, schade. Ja, gehen wir doch mal rein. Mann, das muss wohl dieser Rutger sein. Rutger, endlich! Juhu! Hallo, Rutger, nicht wahr? Ja, Bruder. Und du bist Brian, klar? Saturn hat mir von dir erzählt. Übrigens, ich finde den Helm, dem du ihn geschenkt hast, super. Hast du nicht noch einen für mich? Es tut mir leid, ich hatte nur den einen. Tja, da kann man nichts machen. Falls du irgendwann zu einem anderen kommst, denke an mich. Das mache ich. Mann, das ist echt nett, Kollege. Cool, wir haben Rutger gefunden. Ich mag den Rutger. Hör mal, was du gespielt hast, hörte sich richtig gut an. Hat es dir gefallen? Es entspannt mich ungemein, Bongos zu spielen. Das ist mein Hobby, weißt du? Ja, das freut mich. Treibhauseffekt? Das Treibhaus, das du hier eingerichtet hast, ist der helle Wahnsinn. Danke, Kumpel. Die Pflanzen sind mein Leben, echt. Wollen Sie Ihr Augenmerk bitte hierüber richten? Hier in diesem Teil habe ich vor allem afrikanische Arten. Weißt du, warum? Mann, weil Afrika die Mutter des Lebens ist. Afrika ist die Mutter des Lebens. Merkt euch das, Kinder. Ich habe überlegt, kennst du irgendeine Pflanze, die mir helfen kann, in Trance zu fallen? In Trance zu fallen? Du meinst, um dich high zu machen. Hey Mann, klar weiß ich etwas darüber. Glaubst du, dass du etwas für mich zubereiten kannst? Glaub ich das? Ja, schon. Hey, sieh mal. Ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, wie die Sachen hier laufen, Baby. Ja. Ich muss dir also etwas als Gegenleistung geben. Das ist es, nicht wahr? Du sagst es. Und woran hast du gedacht? Ich weiß nicht. Ich brauche nichts Konkretes. Etwas, das für mich von Wert sein kann. Du weißt schon. Was hätte er denn gerne? Hier steht eine Pfeife. Müssen wir was mit der Pfeife machen? Oder mit der Pfeife? Könntest du mir erklären, was die Rastafari-Religion genau bedeutet? Nein. Okay, dann geh ich weiter. Ich muss weiter, Rutger. Bis bald. Wir sehen uns. Komischer Kauz. Kann ich hier was bei ihm anklicken oder? Oder nicht so? Fahne? Nö. Bongo, 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 bong. Können wir den Bonsai mitnehmen? Er gefällt mir, aber ich glaube, dass seine Pflege großen Aufwand und viel Mühe erfordert. Wir lassen ihn lieber, wo er ist. Ich kann ihn jetzt nicht so pflegen, wie er es braucht. Okay, dann kümmert Rutger sich darum. Können wir den Kleinen hier mitnehmen, den kleinen Kaktus?
die Pflanze. Können wir was mit der Pflanze jetzt anstellen? Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, habe ich das Gefühl, dass sie gleich tanzen und singen wird. Hat sie nicht gerade Fütter mich gesagt? Brian, du hast, glaube ich, schon zu viel Intus von dem Heimachzeug. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, habe ich mit einer fleischfressenden Pflanze durch die Gegend laufen? Auf gar keinen Fall. Jedes Mal aufhören, würde ich... Okay. Können wir hier noch irgendwas finden? Suchen, behalten, nutzen? Ich sehe nichts von Nutzen. Okay. Saturn, mein Lieber. Ist er noch da? Oder ist er weg? Halleluja, was hat er denn da gebastelt? Ist er eingeschlafen? Der schläft. Nee, der schläft nicht. Der bewegt sich. Was macht der da? Hallo Saturn, wie funktioniert der ideenbringende Helm? Hallo Bibi, der Helm ist sehr gut, richtig großartig. Das einzig Dumme ist, dass der große Dursiqua... Wer, bitte? Die Statue, die ich an den Kran gehängt hatte. Jedenfalls ist sie verschwunden. Du weißt nichts darüber, oder? Ich? Nein, keine Ahnung. Das ist ja seltsam. Ja, ich hoffe, es ist einer von Rutgers Witzen. Obwohl er schwört, dass er nichts darüber weiß. Mach dir keine Sorgen. Bestimmt taucht sie wieder auf. Das hoffe ich. An der Steinskulptur. Ich sehe, dass du jetzt an einer Steinskulptur arbeitest. Ja, ich kann dir nicht sagen, was ich genau tue, aber ich fühle eine sehr starke Inspiration. Okay, was ist denn aus der anderen Statue geworden? Jetzt, da du deine Inspiration wiedergewonnen hast, könntest du mir doch den ideenbringenden Helm zurückgeben, oder? Dir den ideenbringenden Helm zurückgeben? Auf gar keinen Fall. Abgemacht ist abgemacht. Ein Deal ist ein Deal. Aber haben wir den Helm doch geschenkt, oder nicht? Wir reden später, Saturn. Bis bald. Ciao. Wir müssen irgendwas zum Heimachen finden, damit wir dann in Trance fallen können. Was kann uns denn Hai machen? Das hat er ja jetzt nicht so gesagt.